Herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu einer weiteren Folge hier bei Call of Duty World War 2. Ja, wir machen nämlich dort weiter, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind, denn ihr könnt schon sehen, wir befinden uns in einer Nazi-Festung hier mitten in Paris, denn wir wollen Frankreich befreien. So, und das Ganze, wir sind noch undercover, doch jetzt müssen wir uns ein bisschen schleichen, denn es gab schon die ein, zwei kleinen Fälle hier. Und jetzt müssen wir natürlich auch noch die Sprengköpfe, die Sprengsätze platzieren. Okay. Keiner darf uns sehen. Ups. Da hat mich eine fast gesehen. Ah, du siehst mich nicht, Kumpel. Genau, geh einfach nur weiter. So einfach kann es gehen. Ah, sicher. Für alle Fälle nehmen wir eine mit. Wie konnte er mich denn sehen? Sehr schön. Kein Alarm. Wunderbar. Es ist aber irgendwie verdammt dunkel hier. Oh, wir können reingehen, wie geil. Sehr schön. Daneben, Alter. Oh, Fischer, Kumpel, keine Sorge, ich befreie dich. Sehr schön. Fisch haben wir schon mal befreit. Aber einfach nur auf die Fresse hauen und zack, ist er tot. Alles klar. Moment. Er ist tot und du hast mich nicht bemerkt, Kumpel. Wie peinlich. Ich sag's euch, die Nazis sind nicht die schlauesten Köpfe hier. Er ist tot. Was macht er? Er steht nur hier rum. Und ich kill ihn. Tja. Alle drei auf einem wunderbaren Haufen. Ich würde vorschlagen, ich gehe nochmal schnell nach oben, bevor mich einer hier sieht. Moment, du siehst mich nicht, Kumpel, du siehst mich nicht. Zack, rein und raus. So schnell kann es gehen. Und mit dem hier auch. Rein und raus. Tja. Eine französische Lady kann hier wirklich alles. Okay, ich glaube, hier konnte man wirklich die Sprengsätze schon mal hier platzieren. Okay. Hier sind wir schon mal richtig. Rein und raus. Nur noch eine. Sehr schön. Okay. Wir müssen dorthin. Gibt es vielleicht einen anderen guten Weg? Na, ich weiß nicht, aber ich habe hier so keine andere Wahl. Na dann, gehen wir mal. Du siehst mich nicht, Kumpel. Tja, ich bin viel schneller als du. Viel flinkiger, als du es dir vorgestellt hast. Hier ist Sackgasse, verfluchte Hacke. Hier geht es aber nach oben. Vielleicht können wir eine Abkürzung finden. Du siehst mich nicht, Kumpel. Du bemerkst mich nicht. Und rein und raus. Okay, das sieht schon mal gut an. Sieht schon mal gut aus. Okay. Moment mal. Da ist das Ziel. Ja, aber es sind sehr, sehr viele hier. Okay, aber ich sehe schon mal einen Weg. Ich sehe schon mal einen Weg und einen Nazi. Oh, zwei sogar. Sp-
Spritzer rein und Spritzer raus. So. Kein Problem. Alles easy. Niemand hat es bemerkt. Niemand kann hier wissen, dass ich hier war. Okay, wunderbar. Kiste haben wir. Okay, ich weiß nicht. Soll ich es tun? Komm, komm, komm. Ah, das tat weh. Da hat es geknackt. Das sieht schon mal gut aus. Komm, letzter Sprengstoff platzieren und das war's dann. Jetzt liegt es bei Ihnen und Ihrem Team, Daniels. Sie sind spät dran. Wir sollten gehen. Nicht schießen, bis die Tore offen sind. Attacke! Die Befreiung Paris hat begonnen! Werf eine Granate! Ich höre sogar Jubelmenschengeräusche, wie cool! Die Befreiung Paris hat begonnen! Ihr Nazi-Schweine, ihr werdet niemals wieder Paris erobern. Niemals. Oh Gott, komm, komm. Die müssen wir kriegen. Werf eine Granate! Und bleiben! Ah! Sergeant, ich brauche Munition! Ich brauche Munition, Sir! Danke, Sir! Was für eine Musik hier. So richtig heldenhaft. So eine richtige epische, heldenhafte Musik hier. Und das gefällt mir. Komm, heilen Kumpel, heilen Kumpel. Und weiter geht's. So, schnell, Rauchgranate. Rauchgranate! Kumpel, ich komme! Keine Sorge, du stirbst heute Nacht nicht. Du stirbst heute nicht. Oh Gott, ich häng fest! Verdammte Laterne! Nee, es war keine Laterne. Irgendwas. Ah, verdammt! Oh. Verdammte Scheiße! Gott, verdammtes Hindernis! Hier drüben! Ganz ehrlich, ich konnte ihn retten, aber nein, du musst ein Hindernis sein. Egal. Na los, komm schon. Ich sehe keine. Ah, da ist einer. Wow, wow, wow. In Deckung. Heilen, Kumpel. Schön heil. Und weiter geht's. So, wisst ihr was? Ich komme.
Sehr schön. Es sieht. Oh, Sniper! Oh, shit, Granate! Wow, Alter, es sind zu viele einfach. So, ihr könnt mich nicht sehen, weil ich hier bin, hier klein, und ich knall hier wirklich alle ab. Okay, da oben sind noch welche. Schnell nachladen. Und Feuer. Ah, denkst du, du siehst mich nicht? Ich sehe dich. Und du, mein Freund, du stirbst. So, waren das alle? Ja, ich habe auch schon einen. Trotzdem danke. Okay, bin dabei. Sichern Sie das Gebäude. Hat jemand gesagt, für das Vaterland? Wer hat das hier gesagt? Also mit dem will ich hier mal gerne ein Wörtchen reden. Der Deutsche ist noch da drin. Okay, bin dabei. Kuckuck! Kuckuck! Ist da noch einer? Da bist du! So, na kommt her, kommt her! Oh, der hat Blutscheiße geschissen. Der hat Blutscheiße geschissen. So, Sassmann, warte, Kumpel, warte! Ich muss erst nachladen! So, bin bereit! Ah, das machst du nicht! Genau, scheiß auf den Führer. Runter. Keiner muss sterben hier. Keiner muss sterben. Raum sicher. Wir brauchen Verteidigungen. Die Deutschen werden bald hier sein. Von hier aus sehen wir, wenn sie kommen. Wenn sie zu nahe kommen, nimmt die Molotovs. Okay, hier ist Munition. Alles voll machen. Die gesamte Stadt kämpft mit uns. Wir haben es fast geschafft. Okay, ich sehe sie schon. Na, da kommen sie. Jawoll. Alle anderen warten, bis sie in Reichweite sind. Netter Schuss. Na. Nope, die sind ein bisschen weit zu entfernt. Okay, da machen wir ein paar hier welche Platz. Na, wo seid ihr? Wo seid ihr? Na komm, der muss doch hier sterben. Du kannst dich nicht beschützen. Ich sehe dich, Kleiner. Jawohl. Genau auf seinen Kopf. Oh shit, Flammenwerfer, Flammenwerfer. So, komm, gleich brennst du mit. Genau das will ich sehen. Oh, ich beeil mich ja schon. So, da ist noch einer. Ach komm, verdammt nochmal. Nope, ich erwische dich als erstes. So, da ist ein Sniper, aber ich feuer zuerst.
Oh shit. So nix da, mein Freund. Nope. Du auch nicht. Ihr könnt mich nicht treffen, weil ich bin der beste Schütze hier. Granate geworfen. Bin dabei. So, nope. Ach, da versteckt sich einer. Nicht heute, mein Freund. Nicht heute. Oh, das gibt's doch nicht. Ach, ach, da. Ich dachte schon, ich hätte jetzt vergeigt. Nein. Nicht noch einer. Ich komme! Oh, haltet durch! Ich muss. Oh shit, ich muss hier raus. Ich muss hier. Wow, wow. Achtung, Halbkettenfahrzeug! Vula Resistance! Ich versuch's! Ach, ich hab es! Gute Nacht! Oh, Gott sei Dank. Wir haben es geschafft, Leute. Und ich glaube, wir haben Frankreich gerettet. Frankreich ist wieder Frankreich und nicht mehr Nazi-Frankreich. Also Deutschland eben halt. Ihr wisst, was ich meine. Ausgezeichnet, Jungs. Ausgezeichnet. Wir haben sie. De Gaulles Truppen drängen in die Stadt ein. Vielleicht gibt's doch noch Champagner und Kaviar für uns. Hey Daniels, ob gut aussehende GIs immer noch gefragt sind? Tut mir leid, ich wollte dich nur aufhalten. War ja klar. Stadt des Lichts. Finde, das sollten wir feiern, was, Crowley? Jetzt gibt es kein Zurück. Paris ist wieder französisch. Das hier ist noch nicht vorbei. Der Krieg dauert an. Mann, Pearson, Spielverderber. Das ist Turners Job. Ich werde nie vergessen, wie wir die Garnison eingenommen und Paris befreit haben. Ich könnte fast schwören, dass Pearson gelächelt hat. Der Triumph wird uns bis an den Rhein tragen. Wir dachten, die Befreiung von Paris bringt uns schneller wieder heim. Aber der Ärger fängt gerade erst an. Wir kämpfen nun in einer Stadt, Aachen. Die Krautfresser halten aus gutem Grund daran fest. Wir bohren ein Loch durch ihre Westgrenze. Davis schickt uns nach vorn, Block für Block, Haus für Haus. Er nennt es alle ausschalten. Turner und Pearson sind sich uneins, seit wir hier sind. Stress belastet uns alle. Ich hab den Eindruck, Schwäche gibt es hier gar nicht. Nur weiter so, Sie werden es bereuen. Ich sag ja nur, Zeit für mehr Blut und Kämpfe. Wenn ich den Befehl gebe, ist das die verdammte Mission! Hey, machen Sie voran! Wir müssen bei Einbruch der Nacht da sein! Hey, der lag hier rum. Das ist von deiner Frau. Du sollst meine Sachen doch in Ruhe lassen. Welcher Trottel lässt einen Liebesbrief ungeöffnet? Das ist vielleicht ein Abschiedsbrief. Lies die Anschrift. Sie schreibt Daniels, nicht Red. Ohne Grund ist niemand so förmlich. Ich sag's ungern. Ich glaub, sie macht Schluss. Aber hey, vielleicht ist das Schrödingers Brief. Weißt du? Solange er zu ist, gehört sie noch dir. Au! Das ist das Schrödingers Brief. Was? Stimmt mit ihm? Das hört sofort auf! Wir greifen das Stadttheater um 0:37 an. Jeder stößt mal an sein Limit.
doch jeder. So oder so. Ich muss dran glauben, dass du mich noch liebst, wenn ich das durchstehen soll. Daniels! Ich hab dich! Die Köpfe runter! Gott verdammt! Wir schlagen sie und sie stehen wieder auf! Wir können den Platz nicht mehr lange halten! Die Artillerie ist auf dem Weg! Maximal 10 Minuten, sagen sie! Könnten auch 10 Stunden sein! Lieutenant, wir brauchen sofort Panzerunterstützung! Panzer schützen unsere Flanke! Jetzt! Ich muss nachdenken, Gott verdammt! Wir haben keine Zeit zum Denken! Du, Daniels! Sie und Herr Yellow gehen mir Pearson für die Anforderung! Bewegung! Alles klar, geht hier! Feuer. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ach du meine Güte, ach du meine Güte! Nein, nein, die Granate! So, komm, Dennis, komm! So, guck, guck! So, die letzte speich mal auf. Ach, ich muss das machen. Okay, verstehe. Bitte sehr, Sarge. Deckwood White 27 an Billen. Werden geschossen. Er bitten sofort Unterstützung auf Linie 2. Over. Verstanden. Aber das lässt unsere Flanke ungeschützt. Bewegen Sie trotzdem schnell, ziehen Sie Ihre Ärsche her. Verstanden. Wir arbeiten dran. Und beeilen Sie sich. Diese Packs reißen uns in Stücke. Over und out. Herr Männer, wir begeben uns zum Stadttheater. Das erste Platoon braucht uns. Feindpositionen unbekannt. Wechsel zu Funkgerät und Sprechanlage. Funkgerät eingeschaltet. Rapson, wir drehen nach rechts und fahren zum Theater. Alles klar, verstanden, Perez. Abrams, Poole, Sie warten hier mit dem zweiten Platoon und decken die Flanke, bis wir zurück sind. Bestätige. Verstanden, Perez. Wachsam bleiben und auf Infanterie in den Fenstern achten. Okay, Rapson, Bewegung. Okay, cool, jetzt können wir wirklich einen Panzer steuern. Wie geil ist das denn? Also das erinnert mich wirklich sehr stark an Call of Duty 3. Okay, Leute, aber wie das Ganze weitergeht, das erfahren wir jetzt leider erst in der nächsten Folge. Ja, ich weiß, die Folge ist auch wieder leider hier vorbei, aber das macht nichts, denn die nächste Folge kommt wie immer am nächsten Tag. Also Leute, ich hoffe wirklich, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst auch ruhig einen Like da oder schreibt doch ruhig einen netten Kommentar. Das würde mich wirklich sehr, sehr tierisch freuen. Und ich würde nur sagen, danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr wieder mit dabei wart und wir sehen uns halt das Ganze erst in der nächsten geilen Folge hier bei Call of Duty World War II. Macht's gut, meine lieben Freunde. Tschüss.